mal laut. Ich hab's ein... Marcus? Was machst du hier? Hey, Miranda. Ich verdiene mir nur was dazu als Fahrdienst. Ja, klar. Wo willst du hin? Meine Mutter besuchen. Bist du meiner Spur gefolgt? Yep, FBI. Dazu darf ich nichts sagen. Wir wollen zurückschlagen, aber uns fehlen noch Daten. Ich muss in ihr Büro in Oakland reinkommen. Du übertreibst es ganz gewaltig, Marcus. Ja, und? Bist du deshalb als mein Fahrer aufgetaucht? Glaubst du, das FBI überwacht mich auch? Hast du uns nicht deshalb verschwiegen, woher die Fotos stammen? Ich war lediglich vorsichtig. Und ich bin vorsichtig, indem wir persönlich reden. Okay, Marcus. Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht betonen würde, dass ein junger Mann, der entdeckt, dass ihn das FBI verfolgt, dringend ein paar Dinge in seinem Leben überdenken sollte. Ein guter Rat. Vor allem ein junger Schwarzer. Schuldig. Gut, dann hätten wir das hinter uns. Also woher hattest du die Fotos von uns in der Bar? Sagen wir mal, ich habe eine Quelle. Hat deine Quelle noch mehr, das ich wissen sollte? Es heißt, das FBI ist verstärkt hinter Hackern her. Sie wollen möglichst viele Gruppen abwerben oder erpressen. Weshalb? Sie wollen alle Zero Days kontrollieren. Und sie wollen keine Konkurrenz. Verdammt, wenn das FBI mitmischt, ist Hacking doch gar nicht mehr cool. Das ist kein Witz, Marcus. Die haben DedSec im Visier und die meinen es ernst. Was das FBI-Büro angeht, ich habe einen Freund, der uns helfen kann. Aber das läuft nach der Moskauer Methode. Was heißt das? Das heißt, es gibt ein altes Münztelefon im Außenbereich von Dallams. Heb ab, identifizier dich als Fred und nimm das Signal auf, das dann kommt. Ach, das ist voll dämlich. Ich gebe dir eine beschissene Bewertung in der Driver-App. Hier ist Fred. Welcome, Fred. Bye. Total quadratisch. Aus dem Satz muss korrekt sein. Aber der Rest des Satzes kann völlig beliebig zusammengestückelt werden. Ich kann also sagen, ich zur Drogerie, ich zur Apotheke. Sesam, öffne dich. Vertrittst du mich bei dem Richards Meeting? Gehst du ins Management? Bestens. Okay, Marcus. Die müssen irgendwelche Daten haben, die uns zu ihrem Spion führen. Sag mir einfach, wo ich sie finde. Das ist es ja, Die Typen sind nicht bescheuert. Sieht aus, als hätten sie alle Daten aufgeteilt.
Ich weiß nicht, welcher Server es ist. Oh, super. Schön, dass du gewartet hast, bis ich drin bin, bevor du mir das sagst. Geh rauf aufs Dach zur Antenne und schließ einen Senderempfänger an. Mit den eingehenden Daten kriege ich raus, welcher Server es ist. Klar, kein Problem. Geh rauf aufs Dach, platziere einen Senderempfänger. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Mann, das wird ein Weilchen dauern. Bewundere aber nicht erst die Aussicht, Alter. Bereit. Cool. Warte. Ich verfolge den Datenfluss. Ich hab Zeit. Ich sitze ja nur auf dem Dach des FBI. Geschafft. Okay, ich habe ihn auf deiner Karte markiert.
Noch mehr über uns. Unglaublich, Mann. Profile, Fingerabdrücke. Sitara hat einen Schulverweis, weil sie dem D-Rex was in den Kaffee getan hat. Ausschwärmen! Schwärmt aus! Zeug. Aber ich sehe nichts über das Versteck. Branch, die sind an mir dran. Oh, weg da, Hauer! Wir haben die Position nicht. Ich habe eine Frequenz. Los! Komm schon, Scheiße. Der Typ kommt ins Restaurant. Er schubst sie. Nein, Mann, er schubst. Bin draußen, aber verdammt, was für ein Reinfall. Ich hab gar nichts. Au contraire, Alter. Du hast die Frequenz des Verstecks. Wir müssen es nur triangulieren, dann wissen wir, wo es ist. Alles klar. Der Sendeempfänger oben auf dem Dellums ist unser erster Punkt. Okay, ich hab noch ein paar Antennen für die Triangulation gefunden. Ich nehme die eine, du die andere. Ich markiere sie auf der Karte